Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und wen nehmen wir heute? Na? Na? Wer könnte das sein? Oh, es ist Trevor, der in der Unterhose irgendwie... At least I'm on the right side of the barrier. That's a win. Was zum Heck? Der Typ, der ist so heftig, ey, das gibt's nicht. Warte mal, wir laufen jetzt in der Unterhose durch die Stadt. Trevor, du bist der Geiste, weißt du das? Ich finde dich total toll. So, Stock besoffen, aber das Fahrzeug ist auf jeden Fall parat, das ist schon mal ein Anfang. Ich habe gesagt, wir wechseln jetzt mal wieder, weil mit Franklin waren wir jetzt recht viel unterwegs die letzte Zeit. Also ist jetzt mal wieder der Trevor dran, aber irgendwie, ja, er enttäuscht einen einfach nie. Das ist der Hammer, dass er einfach immer wieder an irgendeiner anderen abgefuckten Stelle aufwacht. Und er war einfach mal am Geländer von der Brücke. Oder auf dem Geländer der Brücke. Der Hammer. Und wieso werde ich jetzt verfolgt? Was habe ich gemacht? Mord, hallo Trevor. Hast du den Ausreißer noch nicht gefunden? Die Zeit läuft. Was denn für eine Zeit, Alter? Weiß ich doch nicht, was der von mir... Achso, ich soll irgendwen suchen für Mord, ja. Das ist schon so lange her. Ich hab das schon wieder vergessen. Hallo? Ich fahre nur in der Unterhose, lass mich in Ruhe. Toll, jetzt kann ich die blöden Cops wieder loswerden, das gibt's doch nicht. Bullshit! Nein, nicht rempeln, ihr Pinner! Das geht doch nicht! Wie werde ich die jetzt los? Also jetzt mal ernsthaft. Trevor ist ja jetzt nicht so der Ultra-Fahrkünstler. Aber wenn ich jetzt anfange zu böllern und zu ballern, kommt, glaube ich, auch nicht so gut. Oh, geiler Start in die Folge, Freunde. Wird sowieso wahrscheinlich die kürzeste Session ever. Ich mache nur eine einzige Folge. Eigentlich gehöre ich längst ins Bett, aber wenn ich die jetzt nicht aufnehme, würde ein Tag lang kein GTA kommen, weil ich es da nicht rechtzeitig schaffen würde. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das wäre nämlich blöd. Also mache ich das nicht, sondern mache eine Folge, beiß in den sauren Apfel und gebt mir gleich nochmal die Ehre mit Trevor, wenn ich es dann mal auf die Reihe kriegen würde, die Cops loszuwerden. Gerade ein bisschen Minecraft gemacht. Muss sagen, war übelst cool irgendwie. Also, naja, wie man es nimmt. Ich habe mich mal wieder mit den Bevorius zusammengetan und haben mal wieder eine Frage- und Antwort-Session gemacht. Zwei Folgen sind daraus geworden. Wow, scheiße. Help me. Danke. So, jetzt sind wir so los. So, und jetzt gucken wir mal, was das hier darstellt. Weil das könnte ja eventuell schon... Wer ist Barry? Jetzt warte mal. Hey Irrer, du machst mir irgendwie Angst, aber ist cool. Sollten mal reden. Mit Franklin oder ohne ihn. Egal, Alter. Ja, löschen. So, dann gucken wir mal in die Mails. Letzte bekannte Position. Achso, das wäre ja dieses irgendwo da draußen in der Pampa gewesen. Was heißt, die Zeit läuft? Habe ich da wirklich nur begrenzte Zeit oder ist es einfach nur so nach dem Motto, ey Alter, mach jetzt mal, weil ist so. Keine Ahnung. Wer war denn Barry nochmal? Haben wir den im Telefonbuch? Nee, haben wir nicht. Ja, scheiß drauf. Fahren wir zu Barry. Ich hab vergessen, wer Barry ist, aber wir fahren zu Barry. Total geil. Ich hab keine Ahnung, wo wir da hinfahren. Warte mal. Klamottenladen? Ich meine, der Unterhosenlook von Trevor, ne? Ist schon verdammt, verdammt männlich, aber, naja. Also, dauerhaft gesehen ist es kein schöner Anblick. Ja, ja. Wurde ich ja auch darauf hingewiesen, ich soll mal darauf achten, wie die einzelnen Charaktere denn darauf reagieren. Beziehungsweise wie die damit umgehen, wenn sie einem praktisch das Auto klauen. Trevor ist da wenig zimperlich. Einmal auf die Fresse und raus. Ja, natürlich bin ich in the right place, Alter. Was willst du von mir? Ja, Junge, Hemd steht dir aber mal gar nicht, mein Guter. Ja, ich will auch gar... Oh, ich kann ihm doch kein Hemd anziehen.
Gibt's ja Hosen, gibt's hier Komplett-Outfits oder kann ich mich einfach nur mal anziehen? Sonst muss ich ja in die Bude fahren, da hab ich jetzt keinen Nerv zu, ey, ganz ehrlich. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Anzüge. Gibt's nichts, was wenigstens ein bisschen ranzig aussieht? Alter, das ist hier Michael-Style, ohne Scheiß. Das will ich nicht. Ja, ja, komm. Aber warte mal, den kann ich mir gar nicht leisten. Okay, wir fahren in die Bude. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist natürlich total geil. Ja, ja, sure you come back. Am Arsch. Nix Comeback. Gibt's nicht. Ausverkauft. So. Problem ist nur, wenn ich jetzt zu meiner Bude fahre, dann startet da wahrscheinlich die nächste Mission. Aber damit muss ich dann wohl leben. Verpiss dich. Genau, yo, oh! Was, dein Arsch essen? Nein! Ich hab schon gegessen. Nutella ist mir viel lieber. So teuer ist das nicht, dass ich hier... Egal, ihr versteht schon, was ich meine. Shitbag! Uns wurde ja schon gewünscht. Ich denke mal, wir sind demnächst dabei, GTA Online aufzunehmen mal. Der gute Bivorius und ich und, eventuell können wir noch den einen oder anderen mehr ins Boot holen dazu, damit es dann richtig fetzt. Ich weiß nur nicht, ob ich das schaffen kann, jeden Tag eine GTA Online-Folge zu bringen dann irgendwann. Das war ja ursprünglich mal der Plan, dass das parallel läuft und so weiter und so fort, ne? Dieses ganze Zeug. Man muss aber dann bedenken, dass ich wirklich das Ganze ja nur nebenher mache sozusagen und ja eigentlich ganz nebenbei völlig... zufällig und ohne irgendwelchen Sinn zum Arbeiten gehe. Und der gute Bivorius halt auch. Wir sind beide im Schichtdienst, ne? Manchmal schichtet man dann halt sozusagen aneinander vorbei. Was wiederum bedeutet, dass es halt schwierig sein wird, da irgendwie als ein dauerhaftes Programm auf die Beine zu stellen. Klar, ich würde es mir wünschen, so früh wie möglich mit GTA Online anzufangen, aber ey, wenn es ist... Wie soll ich das sagen, wenn ich... jetzt schon garantieren kann, dass ich vielleicht ein, zwei Folgen aufnehmen kann und dann ist erstmal wieder zwei Monate gar nichts, das ist auch scheiße. Ich werde es versuchen. Eventuell habe ich mir das so gedacht, dass GTA Online dann zumindest zum Wochenende irgendwann mal regelmäßig kommt. Was willst du? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Freud? That's it, right. Yes, Trevor. But the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy, and Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa, whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Wow. Show me. Show me, boy! I don't want to. It ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Da hängt er durch. And anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run, we got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Halt's Maul. Richtig so. Steig in den Laster. Ah ja, jetzt sehen wir also schon aus wie Hafenarbeiter. Das ist natürlich total geil. Und Mr. Himbeermus ist vollgewichst. Wollte ich nur nochmal anmerken. Er hat einen noblen Tod gefunden und einem
armen Kerl viel Freude bereitet. Toll. Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more looking. Fuck you. More exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy, it always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. Sir! Real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Nicht? Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these Merryweather folks hanging around. Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone now. The folks wage and outsource shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil. That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right. We'll take a look at that as well. Alles klar. Die richtigen Klamotten haben wir ja. Park and get the dispatch. Yep, will do. Natürlich. Go park and get the dispatch. Dispatch. Voll nicht auffällig, ne? Here comes the soup. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Das Outfit steht ihm, aber nicht so gut wie das Unterhosen-Outfit. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Yeah. Viel Spaß, Wade. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever get helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that could pick up a whole container? Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. They'll shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them. Especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Nice. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedored them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. You! We need 2 guys on the handler. A couple of containers and Baby gotta be brought up to F. Ja, natürlich. That ain't a question. Get on it. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, aber hey, macht bestimmt Spaß. Das muss funktionieren. Okay? Ja, okay. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Ja, okay. I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir.
just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. Ja, richtig. Trevor! Trevor! Na hey, er hat doch recht. Er kennt doch Wade viel besser als sein komischer Cousin, der nicht mal wusste, wer Wade ist. Okay, also interessante Fracht haben wir hier gesehen. Oder wird hier vermutet, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Was können wir hier mit unserem komischen Frachtlader wohl diesen Container schnappen und irgendwas damit tun, keine Ahnung. It's those containers. Baby. Ja, ja, Baby. Baby, hahaha. Versteht er? Baby. They're so on to us. Nein, haben die nicht. Clamp it on now. That's it. Now we gotta bring it over to Bay F. Ist okay. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. Oh, scheiße. Nein, was hab ich gemacht? Ey, ich war's nicht, ja? Ganz ehrlich, das war, Lloyd, oder wie auch immer der Freak. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Ach, Schnauze. I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. I'm gonna lose my job. Those are the containers in Bay B. Ja, ja, ich mach ja schon. Meine Fresse. Dann dieses Mal halt ohne Römsen. And attach it. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. Ja, ja, ist ja this gut. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Ja, ja, keine Macht in Drogen, aber wenn man sie drin hat, dann ist auch okay. Trevor ist einfach nur der Geiste, so. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir sollen also so tun, als ob wir dazugehören. Was wir natürlich tun, unsere Tarnung ist perfekt. Und sollen diese blöden Container hier abladen irgendwie, so. Hier hin. So. There it is. Now I guess we gotta get the other one. Bisschen I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Das hat er wohl besser nicht gesagt. So nach dem Motto, ey, das macht er eh nicht, aber es ist Trevor. Trevor macht alles. Je verrückter, desto Trevor. Besser. Also. Trevor. Besser. Bresser. Tresser. Besser. Egal, Trevor halt. Trevor ist der Coolste. Fertig aus. Mein absoluter Favorite. Von mir aus könnten alle Missionen mit Trevor sein. Hook it up! Ja, ja. Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. Deborah's old friends with the... Well, with the... With the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Alter Lutscher. So. Bisschen zurück vielleicht. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Egal wie schief das Ganze dann aussieht. Hauptsache steht. Okay. It's up to the top of the crane for me.